Es ist besser so. Was soll der Scheiß? Okay, er weiß, dass es wahrscheinlich mit ihm zugrunde geht und dass das wahrscheinlich nicht ändern kann. Aber wir schauen doch einfach mal, ob wir das vielleicht ändern können. Ich bin mir jetzt sicher, ich habe natürlich keinen Weg rüber gefunden, außer diese kleine Leiter. Gib mir Deckung. Gehen wir. Ich meine, es wäre schon damit getan, hätten sie jetzt diese Leiter weggebracht. Okay, es muss jetzt hier ratzi-putzel gehen. Wow, shit. Wow, okay, den zünden wir gleich an. Denn der lebt nämlich noch. Er braucht natürlich totale Ewigkeit mehr. Den verbrennt er natürlich auch gleich. Können wir auch hier das Hackebeil nehmen? Das wäre dann so wie ein Free-Kill. Sehr schön. Okay, und jetzt nehmen wir natürlich gleich wieder die Wumme. Wow! Wow! Okay, jetzt sind wir gut dabei. Und hier haben wir lauter Snipe-Munition. Das laden wir natürlich gleich nach. Ich hoffe, dass wir das auch noch gebacken bekommen. Dann sind wir sogar voll. Schnell hier lang. Okay, wir gehen natürlich auch hier lang, aber ganz hurtig. Und einmal wieder zu, bitte. Sehr schön. Wenn es wer kann, wäre nicht außer Sebastian. Joseph, bist du in Ordnung? Ich. Ja. Okay. Das hat ein bisschen länger gedauert jetzt. Okay, wir laden natürlich jetzt erstmal unsere Waffen wieder nach. Okay, für Mr. Shot, die haben wir gar nichts. Für die Pistole hätten wir ein bisschen. Und sonst haben wir eigentlich keine Waffe mehr. Wir laufen einfach mal weiter, hätte ich mal gesagt, durch dieses herrlich einladende, freundliche Tor. Da fliegen schon die Vögellein rum. Hier haben wir auch nochmal Munition. Und hier unten, was ist denn? Ah, Shotgun Shells, sehr schön. Mr. Shotty. Hier haben wir ein paar Teile, ein paar Energy Drinks und nochmal einen Energy Drink. Was haben wir denn sonst noch? Gar nichts mehr, leider. Was? Wo bin ich jetzt hängen geblieben? Kann ich die auch zerdeppern? Aber hallo. Heilen möchte ich ihn nicht. Ich muss, so hart es jetzt klingt, aber er wird eh bald. Ja, Sieht nach einem Marktplatz aus. Sieht verlassen aus. So wie alles hier. Wir sollten weitergehen. Okay, wir finden hier auf jeden Fall lauter Teile. Ich ahne dann nichts Gutes. Oh, jetzt halt. Okay, das wird jetzt wieder eine Herausforderung fürs liebe Mofa. Ey. Was war das? Ja, da ist wieder diese Bombe drin. Ich weiß nicht, wie ich sie entschärfen kann. Hier gibt es irgendwie eine Möglichkeit. Oh! Ah, okay. Ich habe es leider immer noch nicht gerafft. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache, dass es... Oder ich habe keine Ahnung, wie ich es überhaupt gemacht habe. Okay, wir haben hier auf jeden Fall einen Marktplatz, sagt er. Zumindest sieht es aus wie einer. Von oben, hier oben sind wir gekommen. Wir könnten mal hier durchschauen. Das kriege ich wahrscheinlich nicht kaputt. Und hier den Tisch kriegen wir auch nicht kaputt, okay. Man muss hier mal um alles rumlaufen. Ja, mal. Oh, ich glaube, hier muss es aber mächtig zur Sache gehen, wenn hier schon so viel Zeugs und Krempel rumliegt. Eine ganze Menge Tools. Leertaste nehmen. Was können wir denn hier nehmen? Oh, habe ich gar nicht gesehen. Oh, und hier haben wir ein Tonbandgerät. Da können wir auf jeden Fall mit abspielen. Vater war ein unnachgiebiger Mann, stolz und, wie ich dachte, intelligent.
Aber er war auch fromm. Ein Mann des Glaubens. Er hat die Kirche stets unterstützt, egal was in der Zeitung stand. Er hat jegliche Anschuldigungen abgewiesen, als wären sie unfehlbar. Die Elenden, das Ungeziefer, die Unnachgiebigen. Diese Kirche hat sie alle aufgenommen. Ihnen wurde Erlösung und ewiges Leben versprochen. Doch sie kann ihnen nichts versprechen, was ich ihnen nicht nehmen könnte. Okay, da ist jetzt wieder die Frage, was soll uns das Ganze jetzt natürlich sagen, ne? Hier haben wir nochmal eine Klippe, hier hängen ein paar Duckies rum. Oh, das ist ja ein Mega-Hammer. Und ein Mega-Knife. Möchte ich kaputt machen? Sehr schön. Sehr schön. Oh, so lang war dann doch nicht der Arm. Also egal, was jetzt kommt, ich glaube nicht, dass es sehr einfach sein wird. Und ich frage mich, warum ich hier überhaupt so... Jetzt habe ich ihn geheilt. Das macht er natürlich richtig schlau. Gehst du jetzt weg? Ja, zum Helfen war er ja gerade noch gut genug. Jetzt steht er hier nur im Weg rum und verbraucht meinen kostbaren Sauerstoff und Medikits. Ja, ich denke mal, da werden wir hier schon fast nur eine Sendung nur rumprügeln. Oder eine Folge. Und die da nochmal. Da hinten haben wir auch noch was. Ein Schränkchen. Na, okay. Ich glaube, ich rieche diese Dinger. Sie sind in der Nähe. Er riecht die Dinger. Es ging doch noch so ein Weg weg davon. Achso, okay, da sind wir hierher gekommen. Er läuft natürlich einfach durch. Ich muss mich jetzt natürlich hier wieder ducken und spurten und was auch immer. Aber ich glaube, er mutiert langsam. Er kann die Dinger riechen. Das ist ja nicht normal, glaube ich. Ganz blöde Frage, sind wir hier nicht hergekommen? Nee, anscheinend nicht. Oh mein Gott. Was denkst du, wo wir sind? Du meinst wohl wann? Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein Wirrwarr aus Erinnerungen. So, und wir werden natürlich jetzt erstmal weiterlaufen. Unseren lieben Kollegen geht es ja anscheinend nicht so gut. Ich denke mal, früher oder später werden wir uns von diesen lieben Herrn verabschieden müssen. Wir können gerade nicht rennen. Kein gutes Zeichen. Oh Scheiße. Lass uns hier kurz verstecken. Hat sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall. Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich habe dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. So sieht's aus. Ich zähle auf dich. So, et voilà. Und da sind wir auch schon wieder. Und ich denke mal... Was ist denn das? Was gefunden? Vielleicht. Lauter Symbole. Irgendein Kult. Könnte hilfreich sein.
Mir geht's gut. Wir sollten besser weiter. Ich hab dich auch nicht gefragt. Oder? Ich hab's. Ah, warte. Was ist denn das hier? Okay. Also wenn das da... Ah, ein Kartenfragment auf jeden Fall. Wenn das da und das da. Er hat es. Okay, liegen ein paar Schädel rum. Totenköpfchen. Und wieder dieser Mörderhammer. Okay, da rein gehe ich jetzt erstmal. Oder wir können vielleicht... Jetzt habe ich ihn wieder geheilt, weil der Typ mir die ganze Zeit im Weg rumsteht. Okay, wir gehen jetzt aber ausnahmsweise nicht in den Spiegel, denn so viel haben wir noch gar nicht, um irgendwas abzugraden. Er geht hier zwar kaputt... Haben wir irgendwas hier liegen, was uns, oder was sich als wichtig erweisen könnte? Ich denke, nein. Okay, dann gehen wir natürlich hier wieder raus. Und werden wir gleich mal schauen, was wir da noch finden könnten vielleicht. Kann ich die Särge vielleicht kaputt schlagen? Nee, ich bezweifle es, ja. Okay, ich denke, es geht nur in diese Richtung. Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Alles klar? Oh. Ja. Überlebende? Oh mein Gott! Ich glaube, wir bräuchten die Snipe. Wer ist da bei ihr? Ich dachte, das ist jetzt irgendein Monster-Zombie, Zombie-Monster. Okay, jetzt wird es Zeit für eine Runde zu snipen. Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Geh vor, ich gebe dir Deckung. Oh je, ich bin ja gespannt. Wow. Okay, also zurück können wir, denke ich mal, nicht mehr. Er gibt mir Deckung. Dann werde ich jetzt das Ding hier nehmen. Erstmal hier nachladen. Sie schießen. Ja, sie schießen mit Molotows. Und hier sind auch noch diese blöden... Okay, hier haben wir auf jeden Fall einen Schalter. Ach du Kacke.